Also ich glaube, so tatsächlich zu Kunst gekommen bin ich durch, also so richtig, wie sie jetzt ist, durchs Studium erst. Also ich habe Kunst studiert in Dortmund unter ziemlich guten Professoren. Da war es eine sehr, sehr offene Atmosphäre an der Uni an sich. Wir konnten sehr viel praktisch arbeiten und ich war einfach da so mehr im Atelier verhaftet als jetzt wirklich in der Kunstgeschichte oder in der Kunstdidaktik und habe mich da immer sehr wohl gefühlt in der praktischen Ecke. Und dann, als ich das Studium beendet habe, habe ich ja mein Referendariat gemacht, weil es ja auf Lehramt war. Und jetzt ist aber seit September endlich wieder hier aktiv Atelier angesagt. Und was ich auch die Zeit übers Referendariat über mega vermisst habe und was jetzt ultra gut ist, dass es wieder da ist. Also nach den 2 Jahren Pause war es auf jeden Fall erstmal so, dass ich wieder einen Zugang finden musste, weil ich ja 2 Jahre nichts gemacht habe. Und dann habe ich eigentlich erstmal versucht, da wieder anzufangen, wo ich im Studium auch aufgehört habe, so ungefähr. Und das ist da vorne zum Beispiel die Catwoman, die sich aus den Strukturen in so einem Raster zusammensetzt und mehreren Farbebenen verschoben auf der Leinwand ist. Wo ich dann aber schnell gemerkt habe, so okay, das ist zwar alles schön und gut und so, aber ich glaube, dass ich irgendwie weitergehen will. Und dann waren Fraktale auf einmal interessant. So. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber es war so dieses Mandelbrot-Prinzip, dass du in eine Struktur unendlich reinzoomen kannst, was für mich auch sehr metaphorisch aufgeladen ist für Gesellschaft irgendwie. Und habe damit angefangen, rumzuspielen, rumzuprobieren, wie man dieses Prinzip dreidimensional angewandt verändern kann. Da entstehen dann jetzt gerade so, ja, ich habe es jetzt für die Ateliereröffnung Raumstrukturen genannt, von teilweise dreidimensionalen Dingen, die entwickelt werden, die gedruckt werden, aber auch auf Leinwand kommen. Ich male nicht wirklich, also ich würde eher sagen, dass es einen grafischen Anspruch hat, dass es eine sehr grafische, freie, mehr oder weniger Form ist und dann auch durch die ganzen Schablonensachen sehr, sehr wenig mit Malerei auch zu tun hat, also sehr, sehr grafisch wird. Zum Beispiel die Schablonensachen sind so, dass die extrem vorgeplant auch sind, weil wenn ich dann da auch 2 Wochen dran rumschnibbel, ne, dann will ich irgendwie auch, dass es funktioniert und die Entwürfe existieren teilweise vorher, Farbüberlegungen und irgendwelche Anordnungen oder Kompositionen, die funktionieren oder auch nicht funktionieren. Einerseits ist das super entspannt, wenn du dich wirklich in was vertiefst und an was festbeißt, dass du wirklich komplett alles andere ausblendest. Das ist dann so, dass du in so eine Art Trance irgendwann fällst und gar nicht mehr wirklich verstehst, was du machst. Du schneidest halt einfach nur noch die ganze Zeit deine Schablonen. Und da blendet man dann schon alles andere aus. Wobei es jetzt so vor der Ateliereröffnung am Samstag auch so ist, dass natürlich noch Sachen fertig gemacht werden müssen. Ne? Also ich habe da ganz viel jetzt an Sachen, die noch gedruckt werden müssen. Und da bin ich jetzt schon gerade so, klappt das alles noch? Und ich bin so ein bisschen gespannt, erstmal, wie es angenommen wird, wie viele Leute überhaupt kommen werden. Aber in Bezug auf, ich zeige meine Sachen und bin gespannt, was die Leute sagen, ist mir das eigentlich nicht egal. Aber ich würde jetzt an meinen Arbeiten nichts verändern, wenn es den Leuten nicht gefällt. Ich würde schon sagen, dass Kunst grundsätzlich was für jeden ist, aber man muss auch gewillt sein, sich so ein bisschen in diese Materie reinfallen zu lassen und sich darauf einzulassen. So. Ich mache mir da auch nichts vor. Ich habe ein paar Leute bei mir im Unterricht sitzen, die haben da gar keinen Bock drauf. Denen geht das voll an denen vorbei irgendwie und da zwinge ich die dann auch nicht dazu, irgendwie, jetzt seid mal begeistert für Kunst. So, wenn das stattfindet, so wenn ich es schaffe, die irgendwie zu begeistern, finde ich das toll. Aber wenn das nicht passiert, ist es auch okay, weil jeder hat irgendwie so seine Interessen und seine Felder, wo man sich für interessiert und das ist auch okay. Ich sage immer so gerne, dass du als Mensch in der Kunst eigentlich 24 Stunden am Tag arbeitest, weil du alles irgendwie in einer anderen Art und Weise wahrnimmst. Du siehst anders, du bekommst ganz viele Eindrücke, die du irgendwie verarbeitest und überlegst, das passiert gar nicht so aktiv, glaube ich, aber du überlegst einfach, okay, kann ich das jetzt irgendwie nutzen, für was will ich das verarbeiten, will ich das überhaupt verarbeiten?
so wie die jetzige Situation gerade ist, Koexistenz aus Lehrer sein und freie Kunst machen, perfekt. Also würde ich nichts dran ändern. So darf es bleiben, ja.